Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Imperium Galactic Survival. Yeah, und ich bin nicht alleine. Mit dabei ist wieder Onkel, Gamer Shack AP. Hahuli, hallo. Und der Kabax. Der jo, hallo Leute. Der Megapilot. Der was? Niedertragende Stabse-Tipp. Genau. Okay, wir haben jetzt nun, ich und Onkel haben ein völlig neues Bild von Gavax. Genau. Ja, guck mal, ich habe doch einen weiblichen Charakter mit plüschfarbener Klamotte. Ah, die Gavax. Was ist denn plüschfarben? Ja, rosa gepirscht oder so. Rosa genau. Flauschig. Okay. Rosa flauschig, genau. Ja, ich bin im Loch drin, da wo ich mich wohlfühle. Ich bereite schon mal meine Arbeit nicht vor, weil wir haben uns in der Aufnahmepause nämlich geeinigt, dass wir uns erstmal hier draußen die Grundmauer bauen, um dass wir den großen Kompressor, Constructor hinbauen können. Den großen Constructor. Tank. Genau. Aber jetzt hat er's. Den fortgeschrittenen Constructor können wir nämlich auch noch irgendwo mal hinkloppen. Also wir müssen auf jeden Fall ordentlich anbauen. Ne? Ja, ich bin interessiert, so. Mal vielleicht krieg. Ach nee, das ist ja jetzt sowieso zu spät, die Brücke ist ja gebaut. Weil ich hätte ja gerne die Brücke mit Geländer gehabt, aber jetzt ist sie ja noch besser geworden, von daher. Schön haben wir. Genau, du brauchst dann das hinter der Brücke wolltest du dann das Gewächshaus bauen. Richtig. Damit das so ein bisschen schwebend über dem Wasser ist. Richtig. Und jetzt die Glaskuppel auch voll geil. Ich finde die Glaskuppel auch voll geil. Oh, es sieht auf jeden Fall geil aus. Und du willst hier bei der Tür, was willst du da machen? Ja. Da ist schon was. Da ist einfach. Achso, ja, theoretisch kannst du doch hier einen Anbau machen. Also so einen Arm nach links. Und dann da quasi einen Constructor hin oder was weiß ich was hin. Oh, weißt du? Dass wir so einzelne Abteilungen haben. Wo wir in einer Abteilung haben wir, keine Ahnung, Sauerstoff und Heilung. In dem einen haben wir nur Konstruktoren. In dem anderen haben wir nur die Generatoren mit den Treibstofftanks. Du müssten weißt du? Aber dann hier. Achso, das willst du nochmal separat von dem bauen oder willst du dann hier nochmal ein bisschen aufräumen? Ja, später dann, ne? Also später ja. Hier aufräumen, aber das war alles separat haben, quasi. Also sagen, okay, wir haben eine Küche, wir haben eine Bad. Bad, genau. Nee, eine Heilstation oder hier so eine Krankenstation, ein Bauraum, also so ein Fabrikraum, so. Wow. Generatorraum und so weiter. Ja, aber ich brauche mal noch eine kurze Zeit, Jo, plan mal schön im Kopf. Jetzt haben wir ordentlich Eisen. Ich glaube, hat er noch. Also ich muss ja nicht jetzt hier auf die nächste Sekunde sein, dass ich hier draußen das Ding baue, weil du den. Ja, warte mal, also, wie konnte man denn? Warte mal, irgendwie. Splitten? Aber ich kann ja schon mal abbauen. War das? So, zack. Ach, das erheben. Das Kupfer wird jetzt fair aufgeteilt. Zack. So, das kommt dann hier natürlich auch. Ups, wir machen das da dran. So, dann bitte hier, nicht mehr aus der Tür einfach rauskommen, weil ich muss die Treppe dann abreißen. So. Klar. So, Rivano, ich pack dir mal eben Kupfer rein. Das hab ich schon. Ach, hast du schon? Wie viel denn? Ja, 300 ungefähr. Ah, okay, gut. Ich hab nämlich gerade gern. Wie kann ich denn Sachen aus der Liste rauswerfen? Ich hab da ein bisschen Alter, rumgedrückt. Ihr habt ja so viel. Alter, Komm mal gar nicht raus. Na, wie kann ich denn Sachen abreißen? Nur mit dem. Wie heißt denn das Teil? Was willst du denn abreißen? Zerlege-Reparaturwerkzeug. Ja, ich hab Sachen in der Warteschlange und ich krieg die nicht mehr raus. Ach so, du musst oben rechts on, off drücken. Genau, musst du dann off, alles off raus, drücken. Was? Nein, also. Da musst du unten, kannst du unten reinklicken und dann verschwindet's. Okay, muss aber erstmal vorher stoppen. Ja, aber die andere Frage, was willst du bauen? Mein Gott, genau gefragt. Ja, Kupferbahn, ne? Die haben wir eigentlich draußen drin. Wollte ich gerade sagen, dafür haben wir doch den Konstruktor da unten. Genau. Also. Weil ja, ich hatte ja so wenige. Er nimmt dann nachher raus, ich habe jetzt 200 oder sowas. Weil das sind so Sachen, die Rohmaterialien tun wir draußen rein. Und dann tun wir die auf, tun wir die machen und dann teilen wir die unter uns drei auf. Tun wir die auf, ja. Okay. Also es sieht echt geil aus hier, muss ich sagen. Es gefällt mir. Hat was, ja. Bisschen aus wie eine Megabase.
Mega Base in your face. Mega Base. Wenn ich jetzt erstmal am Raumschiff noch ein bisschen rumwerkel. Damit das mal ein bisschen schöner aussieht. Wey, Onkel kommt einfach mal so durch die Tür geschwebt. Ja, das ist bei mir auch andauernd, wenn du durchgehst. Das sehe ich auch nicht, wenn die Tür aufgeht. It's the flying Onkel. Du, 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 du. Genau. Oh nein, ich bin im Wasser geplumpst. Oh Gott, ich habe keine Maske auf. Nein, oh mein Gott. Das ist ja schrecklich. Ist kein Problem, ich lebe wieder. Das ist total schrecklich. Oh nein, Revano stirbt. Oh nein. Yeah. Das wäre zu bedauern. Das sind die richtigen. Was böse, jetzt muss ich mal ganz kurz seine Ressourcen klauen. Was? Und, ich sagte, ein Glas Wein würde ich gerne. Oh, achso. Okay. Warum brauche ich dich? Ich möchte gerne ein Glas Wein. Also ich habe eindeutig Clown verstanden. Ja, und ich brauche Fleisch, mein kleiner Junge. Fleisch! Mach ich das jetzt? Ich glaube, ich hole nochmal schnell hier am besten irgendwie so ein bisschen Fleisch. Ja, aber wie hoch schon. Ist denn das? Das ist jetzt 1, 2, 3. Wie mache ich das denn am so, dass es am schönsten aussieht? Hast du mich jetzt gerade nachgemacht oder habe ich das gerade alles doppelt gemacht? Nee, du hast so eine Zillation. Was? Hat mich jetzt gerade Rivano nachgemacht? Oder? Weil das hat jetzt genauso geklungen wie ich. Dachte, keine Ahnung. Ich hab nee, nicht nee, das war ein Echo, glaube ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Du bist so ein Arsch, echt. Komm, das hat sich cool angehört. Ich wollte das einfach auch mal versuchen. Ich bin ja am Jagen. Du bist Miyagi? Da kann man eine Waffe hinkloppen. Maki-Kakerlaken gibt's hier heute zum Frühstück. Maki. Alter, ich hab ein dickes MG 35, 1600 Schuss. Ja, und die Viecher halten so viel Kugeln aus, das gibt's ja gar nicht. Ja. Verrückt. So. Corn Dogs. Verrückt wie Rivano. Wenn's mal wieder länger dauert, nimm Corn Dog. Ja, a little bit. Corn Dog. Warte mal, es wäre schon logisch, wenn ich... Oh oh, Kakerlake-Angriff. Also das mit diesem Drehen ist ja teilweise echt umständlich, ne? Ach, die Kakerlake ist doch mutiert, ey. Hallo? Oh. Hallo, ey, die hat mich gebissen. Die hat mich gebissen. Und? Kannst du mir mal das Zerlege-Tool geben oder brauchst du das gerade? Ich brauch's des Öfteren. Okay, dann baue ich mir selber eins. Oder so. Oh, okay. Alter, das mutiert doch. Kann ich das von dir nehmen? Die Visier wie ein Killer. So. Warte mal, ich muss mal überlegen, soll ich das. Ich hab eine Wunde. Ja, ich hab eine Wunde. Ich wollte gar nicht schießen. Ich werd gebissen. Wenn ich das jetzt. Soll ich das. Was sagt ihr? Soll ich das Gewächshaus schwebend bauen oder? Ja, du kannst auch gerne so ein. Also ich hätte gedacht, vielleicht so eine Säule in der Mitte oder an den Rändern oder so. Okay, dann. Sieht wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. Schweben hat er, hört sich auf jeden Fall cool an. Oh, ich bin im Corn Dog Paradies. Corn Dog Paradies. Mein Gott, was ist denn hier los? Will einnehmen. Ja, Lolo. Corn Dog Paradise. Jetzt bau dich doch mal. Jetzt leg mich doch. Ach so. Bauen? Hallo? Warum geht das? Ach so. Wie lange das so gedauert hat hier. Heftig. So, zack. Ja, dann ist das so richtig. Ich hab ein Auge weggemetzelt. Dann geht es ja eine Stufe hoch, oder? Ich muss gucken. Ich komm grad nicht klar. Ich hab keinen Bock, wieder hier Absätze zu haben, weißt du? Absätze? Ja, wie vorhin halt, ne? So, über das Linksklick zerlegen, Rechtsklick reparieren, ne? Jo. So, jo. Das ist richtig. Jo. Jo. Das Ameisen geht mir voll am Sack. Was jetzt so mit. Ich habe auch schon eine Vorstellung, wie das hier aussehen soll. Also, dieses Bauen ist ja echt umständlich mit diesen ständigen Hin und Her, ne? Dieses Drehen, das nervt ja ganz schön, finde ich. Das was? Das Drehen von den Blöcken. Bis man das raus hat. Ich hab's immer noch nicht raus. Ja. Und du bist schon die ganze Zeit am Bauen hier. Mega drehen Mann. Ständig, kriegt man's nicht hin hier. Falsch gedreht und wieder falsch gedreht.
Okay. Aber das, so wollte ich das. So. Ja, das gucken sich die Leute dann das Video an und dann sehen die die Fehler und dann... Genau, dann können sie es besser machen. Genauso wie ich bei Division habe ich auch einen Bug entdeckt. Da bin ich in der Tür hängen geblieben. Bist du nicht in der Tür hängen geblieben, bist du im Fußboden hängen geblieben. Ja, und dann war ich im Keller. Ja, bin ich aber auch. Also ich auch bei Division? Ja, ja. Hast du auch, genau. Hab mich in war in einer Deckung und bin dann einfach durchgebackt durch die Boden. Ja. Wir haben halt nochmal die anderen Spielwelten begutachtet. Ja. Die es so gab. Also brauche ich jetzt... Heilung brauche ich. Das brauche ich jetzt erstmal so ganz kurz. Auf die Heilung. Ich hab noch so eine das ganz... war dumm. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ah, ich will du doch hast ein Giftbiss abbekommen. Verwende Gegengift oder ein großes Medikit. Ich kann mich jetzt zwar voll heilen. Ist dann der Gift weg oder bleibe ich jetzt für immer vergiftet? Du kannst an der Medistation ganz normal dich aufladen. Und dann bist du voll. Na, ich bin gespannt. Ich hoffe, das Gift geht weg. Ja, geht. Ich hoffe, das Gift geht weg. Bis jetzt steht er immer noch, ich bin vergiftet. Naja, das dauert bloß ein Stück. Lüg dich an. Du hast ein Gegengift, ein Giftbiss bekommen, abgekommen. Verwende Gegengift oder ein großes Medikit. Aha. Okay, ich bin gespannt. Ich gehe mal weg. Oh. Dann? Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Jetzt. Aha. Aha. Zu blöd ist er. Das. Oh. Onkel, aber die spitzen Nippel da oben, die musst du abfräsen, ja? Warum? Weil das schöner aussieht, das ist doch scheiße. Die spitzen Nippel. Ey, Romano, du bist so ein Mongo, Alter. Die müssen abgesägt werden, du hast doch so ein Laservisier. Ey, ich bin immer noch vergiftet, ich dachte, ich bin geheilt dann. Ja, du musst dich komplett voll heilen. Nein, bin ich nicht. Ja, hab ich, aber ich verliere immer noch Lebensenergie, weil ich vergiftet bin. Hast einen Fehler gemacht. Oh Mann, das geht wieder nicht, weil das jetzt ein Block ist. Oh, ey, das ist so, das ist doof gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das kann ich mal gucken. Jetzt ist die Glasplatte nach unten im Block und da konnte ich das... Hat einer von euch ein Gegengift gerade zufällig dabei? Mein Gott, du musst dich nur voll heilen, Kollege. Nein, es geht nicht. Doch, wir haben das auch schon 1000 Mal gemacht. Einfach gedrückt halten. Ja, es ist so. Ja, stimmt, jetzt bin ich fit. Glaub uns doch mal, was du Labertasche. Ja, hat aber ein bisschen gedauert. Ja, du musst dich komplett voll heilen. Das war ich daran nicht zu verstehen. Oh nein, jetzt bin ich im Wasser gefallen. Nur wegen Onkel, der hat mich geschubst. Natürlich. Der hat mich geschubst. Der hat doch nichts Besseres zu tun den ganzen Tag. Und das hat richtig Spaß. Außer dich zu schubsen. Das hat richtig Spaß gemacht, ihn zu schubsen. Glaube ich dir sofort. Ich habe schon wieder Hunger, ey. Mein Gott, ich bin echt ein Vielfraß. Ja, ist schlimm, wie schnell der Charakter hier Hunger hat, ne? Wahnsinn, ey. Ich habe gerade mich voll gegessen. Oh Gott, wie das aussieht. Naja, okay, aber das hintere, das vordere Fenster so. Ja, das ist ja wurscht. Ich habe ja gerade den übelsten Bug. Ich drück drauf und hab das Fleisch wieder in der Hand. So, Leute, seht ihr das? Das geht von alleine, wie geil. Hallo, ich hab das gar nicht berührt. Was ist denn da los mit dem Ding? Reißt euch zusammen. Ja, bei mir ist gerade das Fleisch 100-mal so. Wie? So dick, hat er gesagt. Ja, ja. So ganz komisch. Ich hab Fleisch gemacht für euch. Könnt ihr essen? Ja, super. Ja, wenn ihr nicht braucht, dann lasst es drin. Dann komme ich später und hol mir das geile. Du bist im Kühlschrank. Negativ, Captain. Dann verfaulst aber, du Penner. Ja, dann müsst ihr es halt essen. Dann tu es in den Kühlschrank, Mann. Dann nur eins, dann werdet ihr schon gleich einer Hunger haben. Apropos, ich hab Hunger. Ja, siehst du, hau rein. Wo ist denn der Kühlschrank? Ist das der Kühlschrank hier? Ja. Ach, da ist ja ganz viel Fleisch drin. Ja. Ich komm nur mit einem Stück Fleisch, echt, jetzt sagt hier doch... Nein, ich hab ja gerade. Ich hab Fleisch gebracht. Ich habe doch gerade was gegessen. Wahnsinn, der Kerl. Was machst denn du eigentlich da, Kavax? Ich baue das Raumschiff. Aha, ja, okay, ich baue das Raumschiff aus. Soll ja ein bisschen schicker werden. Oh, ich habe 543 Kupfer in meiner Kiste. Ja. Donner, Kiste. In meinen Konverter. Das eigentlich hin, genau. Das gefällt mir. Dann kann ich das da abreißen. Kupferbarren finde ich geil. Lalalala. Muss ich mal gucken, wie ich das so löse hier. Ist gar nicht so einfach hier.
schau mir das mal kurz an, was du da machst. Und ich muss sagen, ja. Kriegt Struktur, ja. Ja, sieht schon ein bisschen nach. Vor allem ist es inzwischen, ich denke ja ein bisschen größer. Ich denke ja so, dass man links und rechts entsprechend Passagiersitz hat, dass ihr auch nach vorne gucken könnt. Knarren auf jeden Fall ganz. Genau, richtig. Knarren und ja. Dann muss ich überlegen, wo ich hier Lager Tank, und sowas ranpacke. Und der größere Tank, der drankommt, der wird wahrscheinlich auch noch Platz wegnehmen. Nee, einen Tank kann man hier nicht größeren ranpacken, glaube ich. Nee, da habe ich doch was gelesen. Größeres, warte, ich guck mal gerade. Größere Turbine oder was war das? Ich muss mal gucken. Nee, einen größeren Tank gibt's nicht. Capital Vessel, oder? Weasel. Nein, was Capital ist es nicht. Das ist, Treibstoff. Small Tank. Weasel. Small Weasel. Achso. Okay. Licht, Fahrwerk. Ja, einfach so absolut nicht zuhört, ne? Das ist so geil. Hab ich doch. Hallo? Passagier, Cockpit 1, 2, 3, 4, Passagiersitz geschlossen. Plasmakanone sieht aber geil aus. Minigun kannst du schon dran bauen. Kann ich schon dran bauen, kannst du schon mehr dran bauen. Stofftank kann ich da dran machen. Und große Schubdüsen. Waffen bringen uns doch jetzt noch gar nichts an dem Ding. Wir wollen ja noch nicht vom Planeten runter. Obwohl, wir wollen ja mal auf die anderen Dinger gehen, ne? Ja, genau. Wir können also nicht Planeten, ne? Aber. Wir können ja über die Oberfläche hier flattern und alles wegmähen, was sich hier bewegt, so. Genau. Ja, wäre natürlich episch, wenn ich zum Beispiel die rechte Kanone bedienen könnte und da sitze, der Onkel die linke und der Gabax, der fliegt. Ich glaube, das geht sogar. Das wäre echt episch. Das war episch. Ich glaube wirklich, dass das geht. Boah. Ich denke auch, dass das geht. Da würde ich den ganzen Tag nur noch rumflattern. So, ich habe gerade Saurons Auge weggemäht. Schön, Schubdüse gepanzert. Saurons Auge. Na, jetzt sieht es doch wenigstens gleichmäßig aus. Die Zuschauer, die werden sich jetzt gerade denken, Alter, warum heißt du das alles wieder weg, bist du doof. Naja, das hast du schon gut gemacht. Aber ich glaube, du hast recht. Der Onkel ist ein Perfektionist. Ich glaube, der Rivano hat recht. Soll ich gerne. Sag's nochmal bitte. Ich glaube, der Rivano hat recht. Yeah. I repeat. Ich glaube, der Rivano hat recht. Please. Listen. Repeat. Drei halbe Horn. Ach genau, Fahrwerke. Ganz wichtig, Fahrwerke. Der Rivano hat recht. Kann ich nämlich schon mal die etwas besseren Fahrwerke bauen. Yippie, Schweinebacke! Der Rivano hat recht, der kleine Mongo. Der kleine Mongo hat recht. Scheinwerfer auf jeden Fall. Dr. Mongo. Und die okay. Lastwagenfahrer. Lastwagenfahrer Klaus. Nee, Klaus ist es diesmal nicht. Er ist raus. Nicht? Nee. Das ist nicht geklaut. Nimm anderen. Ich hab Herzklopfen. Dum. Ich hab zu viel Kaffee getrunken. Du bist verliebt. Kaffee getrunken, ja. Ich stehe hinter so einem Gabax-Line, weißt du? Dicke, straffe, enge Buchse an. Oh, Gabax-Liedchen. Mach ich das so? Boah, ich bin gerade nicht darüber überlegen, dass. Nee, das sieht ja kacke aus. Das kann ich nicht machen. Guck mal, das Flieg kriegt so langsam Struktur hier. Sollen wir eine Runde fliegen, Gabax? Nee, warte mal, gehst du Spaß. Da mal bitte weg? Da nein, ich setze mich, jetzt in die Kiste. Ah. Ich sitze in der Kiste. Okay. Überlege gerade nämlich, wie ich das mit dem Treibstofftank löse, dass ich da auch von außen rankomme. Kann ich eigentlich am besten von oben machen, so dass man von oben rankommt. Treibstoff. So, von oben ran. Ja, ich steig mal wieder aus. Wieder steig mal wieder aus hier. Steig mal wieder aus. Ja, da hilft nur probieren. Da hilft nur studieren. Da muss ich jetzt einfach mal hier das probieren. Boah, ist das schön, ey. Guckt euch das an. Das sind die Scheiben hier. Wahnsinn. Putz mal die Scheiben in der Zeit, ja, oder? Lass sogar mal das probieren. Auf die Scheiben. Tja, brauchst du Kupfer, dann kannst du ruhig aus meinem Labor rausnehmen. Nee, alles gut. Hab gerade genug. Ich muss jetzt gerade erstmal schauen, wie ich das hier mache mit den Schubdüsen links, rechts und
Dass man auch den Constructor von draußen nutzen kann. Schubdüsen. Dass die Waffen genug Platz haben. Oh, wie ich es nicht so mehr auf dieses Wasser hier. Oh, das sieht aber auch geil aus, die Turbine hinten, ne? Die Stützfüße. Kleine Stützfüße. Jetzt kriegt der hier kleiner Orgasmus mit. Oh, der geile Flieger. Stützfliegen. Was ist denn eine Stützfliege? Das Problem ist. Mhm. Komm mal bei dir weiter orgasmalisieren. Komm ich da aufs Dach drauf, liebe Leute? Ich probier's. I believe I can run. Yeah, ich will aufs Dach. Oh nein. Leider abgeschmiert. Warte, ich probier's nochmal. Ja gut, aber ich würde sagen, bevor ich hier weiter an dem Raumschiff rumschraube, Raster können wir eigentlich an der Rivano mal absagen. Hier. Ja, absagen. Okay, liebe Freunde, dann sage ich jetzt mal ab hier den Karnevalsverein. Und zwar geht's jetzt weiter beim nächsten Mal. Nee. Weiter beim nächsten Mal, genau. Ist ja noch nicht mal ganz falsch, ne? Nee, möchte der Onkel noch irgendwas sagen? Tschüss. Okay. Das ist ein gutes Wort, ja. Der Onkel ist auch schon da oben. Okay, Gabax, möchtest du noch was loswerden? Nö, ich werde jetzt im nächsten Part wahrscheinlich das Raumschiff weiterbauen. Und ja, der Onkel, der baut wahrscheinlich an seinem Gewächshäuslein weiter. Oder nee, erstmal an dem Vorraum hier, ne? An seinem Vorhaut? War er so vor. Am Vorraum. So, ich wollte gerade sagen. Und Rivano, was machst du dann Schönes? Ich putze die Scheiben. Ah, okay. Die Scheiben, ja. Nee, ich werde Ressourcen holen oder mal gucken, was ich mache. Ich weiß es nicht. Klar. I don't know. Ja gut, dann würde ich sagen, ihr Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Geht auf jeden Fall mal bei Gamercheck LP auf den Kanal. Schaut auf die Homepage. Liked seine Videos, kommentiert. Und bei Gabax das gleiche. Und wenn es euch noch ganz, ganz gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns begleitet durch diese Galactic Survival Evolved Kampagne hier. Falsches Spiel. Ne, in Imperium Galactic Survival. War doch richtig, ne? Ne, du hast Survival Evolved gesagt, Mann. Galactic Survival. Ist egal, okay. Mach jetzt weiter. Alles klar. Bis dann. Jo, adios, amigos. Ciao. Tschüss.